Michael Schumacher ist aus dem Koma erwacht. Der ehemalige Formel-1-Profi wurde nach Angaben seiner Managerin bereits von der Uniklinik in Grenoble in eine Reha-Klinik verlegt. Der Zustand des 45-Jährigen gilt mittlerweile als so stabil, dass er die Unterstützung der Fachärzte in der französischen Klinik nicht mehr braucht und jetzt an seiner weiteren Genesung arbeiten kann. Schumacher hatte am 29. Dezember 2013 in den französischen Alpen einen schweren Skiunfall, bei dem er sich gravierende Kopfverletzungen zugezogen hat. Fans aus aller Welt hoffen seitdem auf eine Genesung.